Hallo, ich bin der Vari und was taugt eine AliExpress-Wildkamera für unter 40 Euro? Jetzt werden einige sagen, hä, wie jetzt schon wieder? Ja, aber diesmal eine ganz andere. Mini 700 für 30,43 Euro. So, also abschließen kann ich sie schon mal. Keine Batterien drin. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, Batterien einzulegen. Ach nein, da ist ja ein Akku oben drin. Wieso ist oben ein Akku drin und unten keine Batterien? Sowas geht doch gar nicht, oder? Also die Fotoqualität ist schon mal gar nicht so übel. Ist natürlich keine unglaublich hohe Qualität, aber ist in Ordnung. Also, ich habe mir schon ein paar Aufnahmen angeguckt. Der Ton ist relativ schlecht. Die Bildqualität von den Fotos, die ist einigermaßen in Ordnung. Und die Bildqualität von den Videos, naja, ich habe nicht viel erwartet, aber sie hat mich ein kleines bisschen überrascht. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich richtig geil an dieser Kamera finde. Es ist ein Stativgewinde vorhanden. Es ist eine Suntec. Ich kenne Suntec schon von früher. Das waren so die ersten Kameras, die ich getestet hatte. Mir ist die Kamera aufgefallen bei AliExpress, weil sie nicht nur sehr preiswert ist, sondern weil hier auch ein geniales Konzept hintersteckt. Und zwar, ich kann Batterien reinpacken, ganz normale AA-Batterien. Und oben kommt ein 18650er Akku rein. Die Kamera wird ohne Akkus und ohne Batterien verkauft. Dadurch ist er relativ preiswert. Aber diesen Akku hier, den kann ich wechseln. Und nicht nur das. Er wird von einer ganz kleinen Solarzelle aufgeladen. Die ist wirklich klein, aber dadurch, dass hier nur ein Akku drin ist, funktioniert es auch. Wenn die Kamera natürlich 100 Aufladen in der Nacht macht, dann ist der Akku leer. Aber durch das Zusammenspiel mit Batterien kann die Kamera tagsüber mit den schwachen Batterien noch aufnehmen. Und nachts über, wenn die schwachen Batterien nicht mehr ausreichen, verwendet sie den Akku als Spannungsquelle. Somit werden Batterien, die hier drinnen liegen, richtig leer. Also wirklich richtig leer. Ich habe am Anfang gedacht, dass die Solarzelle vielleicht nur Schein ist und habe dann nachgemessen. Nein, ist sie nicht. Sie arbeitet wirklich und sie lädt auch diesen Akku auf. Man sollte halt nicht Akkus einbauen, die richtig viel Power haben, weil das schafft die Solarzelle dann auch nicht. Man muss kleinere Akkus benutzen, so mit 800 mA. Ich lade die Akkus in einem separaten Ladegerät. Man kann aber auch eine ausgediente Powerbank benutzen, die aufmachen. Da sind meistens so eine Akkus drin, kann den hier reinpacken und wenn man den aufladen will, dann steckt man den einfach wieder in die Powerbank rein. Ich packe unten in den Links Akkus, Ladegerät und ein Powerbankgehäuse rein. Es ist preiswerter als ein Ladegerät. Erfüllt aber den gleichen Zweck. Und ihr könnt, wenn ihr so einen Akku habt, den auch ins Powerbankgehäuse reinpacken und wie eine Powerbank verwenden. Die Kamera selber hat noch einen USB-C-Anschluss, wo man die Daten kopieren kann. Packe ich natürlich auch als Link rein. Das ist diesmal kein Affe-Link, sondern eine ganz normale Weiterleitung zu AliExpress. Da findet ihr diese Kamera. Kommt aus Frankreich, nicht aus China. Made in China. Das wird aus Frankreich geliefert. Das heißt, sie ist bereits in der EU und es kommt keine Zollgebühr mit hinzu. Ist ein 2-Megapixel-Sensor. Vielleicht ist es auch nur ein 1,2-Megapixel-Sensor. Ich habe die jetzt 3 Wochen hier gehabt. Ich messe mal den Akku durch, was der jetzt noch hat. Und dann kann ich ja unten mal einblenden, was er noch hatte. Hier an der Seite ist der Anschluss für die externe Spannungsversorgung. Hier oben ist nochmal ein Anschluss für eine Spannungsversorgung zum Aufladen des Akkus. Es liegt aber alles nichts dabei. Die Kamera hat kein Monitor. Und wenn man eine SD-Karte hineinsteckt und die Kamera einschaltet, dann schreibt die Kamera auf der SD-Karte eine Textdatei. Und in dieser Textdatei sind die Optionen versteckt. Mit welcher Auflösung sie aufnehmen soll, Datum, Uhrzeit. Für Anfänger ist diese Kamera auch geeignet. An, aus, die Optionen sind relativ übersichtlich. Ich kriege das gerade so unten durch. Also hinten ist relativ dünne, aber diese Kamera kostet 30,43 Euro. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ganz schön viel geredet diesmal, wa? Jetzt kommen die Aufnahmen, die diese Kamera gemacht hat.
wird aber schnell blau. So, das war's jetzt von mir. Also ihr habt die Aufnahmen gesehen, was diese kleine Kamera macht, was die aus diesen winzigen Bildsensoren noch rausholt, ist gar nicht so übel. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Mit der Glocke geht's noch schneller. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Barry. Jetzt aber. Viele Outtakes. Hört man mich? Ja. Und oben kommt ein 18,6. Pack ich diesmal kein Affiliate-Link. Affiliate? Das ist diesmal kein Affiliate-Link. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Affiliate-Link. Jetzt kommen die Aufnahmen, diese. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Spaß. Was die aus diesen winzigen Bildsensoren noch raus. Was die aus diesem Bild.